So Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Servus Max. Hi Fabian. Hi. Und wir sind ja gerade in München und München ist ja eine der Top 7 Städte in Deutschland. Und da stelle ich mir doch die Frage, lohnt sich es überhaupt noch zu investieren in München? Hier sind die Preise so hoch, Cashflow zu erzielen im Zentrum ist ja nahezu unmöglich. Und in Düsseldorf, Köln, Berlin und Hamburg sieht es nicht anders aus. Lohnt sich denn überhaupt hier zu investieren oder welche Strategie würdest du fahren in den Big Seven? Also es ist ja ein Hauptargument von Investoren, angehenden Investoren, egal wo die Lagen sind, hier gibt's nichts, alles zu teuer. Das ist ja ein Hauptargument. Mhm. Aber das kommt eher, also ich nenne das Ganze die Silbertablett-Mentalität. Also die Leute erwarten, dass sie mit minimalem Akquiseaufwand auf dem Silbertablett für sie perfekte Immobilien bekommen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und wenn ich mich mit Leuten auseinandersetze, in den Coachings oder so beim Netzwerken, dann, wenn ich dann die Frage stelle, wo suchst du deine Objekte, ist halt ganz oft die Antwort, ja, über die Portale. Das heißt, ich bewege mich in dem leicht zu konsumierendsten Akquisefeld, in einem vielleicht angespannten Markt und erwarte dann, dass da gute Immobilien kommen. Ja. Und bin dann auch oftmals noch schlecht vorbereitet, weil ich vielleicht noch keine Finanzierungsgespräche geführt habe und so weiter. Und wenn ich mal den Lucky Punch habe und ich finde, was passt, dann ist es oftmals schon weg. Also das ist jetzt mal allgemeine Antwort auf die ganze Thematik. Diese Silbertablett-Mentalität, die halt vorherrscht, ist halt einfach auch nicht der richtige Ansatz. Und wir investieren auch sehr erfolgreich hier in München und im Umland, das ja auch eine hochpreisige Region ist. Warum? Weil wir halt eine Akquise betreiben, die über die Portale geht. Also wenn man jetzt dieses Wort Off-Market-Immobilien in den Mund nehmen möchte, ja. Und das ist erfordert natürlich ein gewisses Netzwerk. Akquise ist ja immer auch ein zeitlicher Faktor, es ist auch zeitaufwendig. Mhm. Und da einfach bei den Portalen zu klicken, reicht halt einfach nicht. Oder ich muss halt einfach eine gewisse Kreativität an den Tag legen und mir meine Renditen selber basteln. Wie mache ich das? Also wir haben jetzt hier natürlich in München, das sind so die Renditen 1% oder 2%, im Ist-Zustand sind normal. Aber was wäre denn, wenn ich mir Immobilien anschaue, wo ich Probleme lösen kann oder vielleicht noch weitere Entwicklungen machen kann. Da kann ich mir natürlich meine Renditen selber basteln. Das heißt, ich löse Probleme, hebe noch Potenziale, die verborgen sind und kann dadurch Renditen steigern. Das ist also ein Ansatz, den wir verfolgen. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich verschiedene Ziele von den Anlegern, ja, von den Investoren. Wenn jetzt einer sagt, ich brauche unbedingt Cashflow, den ich verkonsumieren will, dann legt der natürlich auch mehr Wert auf eine Mietrendite. Aber ich habe natürlich in so Hochpreismärkten einen ganz weiteren wichtigen Faktor, das ist auch die Wertentwicklung, die natürlich etwas spekulativer ist. Aber so ist die Gesamtbetrachtung der Immobilie, der potenziellen Immobilie, dann natürlich auch immer zieleabhängig. Aber es ist also, eine Immobilie hat eine Mietrendite und hat aber auch eine Wertentwicklung. Und erfahrungsgemäß ist es so, je mehr Mietrendite ich habe, umso schlechter schaut die Wertentwicklung aus. Also in Märkten, wo ich vielleicht 6, 7, 8% bekomme, habe ich fast keine Wertentwicklung in der Regel oder nur sehr gering oder habe einfach auch höhere Risiken, wenn irgendwie am Markt sich was ändert, dass da dann auch Reduktionen stattfinden. Hält sich dann so die Waage, wenn man beide zusammenzählt, ist es ungefähr gleich oder nicht? Nee, es ist nicht ungefähr gleich, aber es ist ja zum Beispiel so, wenn ich in München sage, okay, ich kaufe jetzt ein Objekt, habe jetzt in München normalerweise in den letzten Jahren so zwischen 5% und teilweise 15% Wertentwicklung gehabt, habe aber nur 1% Rendite, dann könnte es für mich ein Investment Case sein, wenn ich sage, okay, mein Ziel ist Vermögensaufbau, ich kaufe dieses Objekt, habe natürlich erstmal negativen Cashflow, muss in meine Rahmenbedingungen reinpassen, habe aber in der Spekulation sozusagen die Option, das in 2, 3 Jahren mit erheblichem Gewinn wieder weiter zu veräußern. Okay. Also das muss man immer dann auf die persönlichen Ziele abstellen und dann kann man so Entscheidungen treffen, ob man das macht oder nicht. So, aber was ich vorher gesagt habe, was am allerwichtigsten ist, sich die Rendite selber zu basteln, also die Mietrendite sozusagen, indem dass ich Potenziale hebe oder Probleme löse. Beispiel, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, das im Ist-Zustand eine unbefriedigende Rendite hat, kann da vielleicht sogar noch das Dachgeschoss ausbauen, mehr Wohnfläche schaffen, mehr Miete schaffen und dadurch meine Rendite steigern. Oder ich kann
keine Ahnung, Mobilfunkantennen drauf klatschen oder ähnliches. Also da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und dann kann ich im zweiten Schritt natürlich auch noch mit Maß und mit Augenmaß auch hergehen und kann auch die alternativen Vermietstrategien anwenden, möblierte Vermietung, Studentenvermietung oder, um dann die Rendite noch zu kickern. Okay, also würdest du jetzt schon so ein langfristiges Ding anstreben mit einer potenziellen Wertentwicklung oder mit einer Kicker-Vermietung? Das, oder würdest du Flips empfehlen in den Top 7? Also kurz, wirklich nur ganz kurzer Haltedauer. Das kommt ganz extrem auf die persönliche Strategie drauf an. Also wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der sagt, okay, hey, ich will so schnell wie möglich raus aus meinem Job, für den ist natürlich wichtig, dass der monatlich sein Geld aus den Immobilien bekommt, die ihn ernähren sozusagen, damit er den Absprung schafft, dann ist es natürlich sinnvoller, Investments zu machen, wo ich hohe Cashflows generieren kann, um diesen Schritt zu machen. Und dann kann man noch Zusatzstrategien einfädeln, wenn man sagt, okay, ich habe aber wenig Eigenkapital oder habe zu wenig Eigenkapital, dass man dann so eine Fix and Flip und Buy and Hold Kombi macht, um da zu seinem Ziel zu kommen. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der sagt, hey, nein, ich habe mein sicheres Einkommen oder ich habe mein passives Einkommen oder ich habe genug im Monat oder ich will nicht raus aus meinem Job, ich will das nebenbei machen oder ich mache das einfach Vollzeit, weil ich habe genug Geld, von dem ich leben kann. Mein Fokus ist Vermögensaufbau, dann ist natürlich so eine Strategie wie Fix and Flip, Projektentwicklungen oder Ähnliches natürlich die Strategie der ersten Wahl. Ja. Weil wenn der sagt, ich will mein Vermögen aufbauen, ich will meine Vermögensbilanz aufbauen, ich will einfach Kapital generieren und so weiter, dann sind natürlich so Strategien dann eher interessant. Das heißt, die Antwort ist individuell. Okay, alles klar. Dann habt ihr jetzt auf jeden Fall mal gehört oder hast du mal gehört, was für Möglichkeiten es so gibt, wie man auch in den Top 7 gute Deals machen kann. Und du musst für dich entscheiden, welches der richtige Weg ist. So ist es. Der Max hat ja die besten aufgezeigt. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Schrottwege. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Also zwischen den Optionen würde ich empfehlen zu wählen und eine davon mal so auszutesten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Investment und wenn ihr irgendwelche Fragen an Max habt, schreibt einfach unten die Frage rein, der beantwortet es, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also klar. Ciao. Ciao, mach's gut.